schnell. Ich bin so müde. Es ist 10 Uhr abends und ich bin im Hotel angekommen. Ich bin in Leipzig für die Buchmesse und heute Morgen habe ich bis 2 Uhr gearbeitet und dann bin ich auf den Zug gegangen und jetzt bin ich in Leipzig und ich bin sehr, sehr, sehr müde. Ich werde jetzt kurz was essen, weil ich habe tatsächlich mitgedacht und was mitgenommen. Und dann werde ich noch duschen und wahrscheinlich, weil ich tatsächlich früher im Hotel bin, als ich erwartet habe, noch ein bisschen den Infernas Reading Vlog schneiden, weil ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass der Reading Vlog zu Infernas 2 am Erscheinungstag erscheint und der Erscheinungstag ist übermorgen. Ich bin hier und ich freue mich so auf die nächsten Tage. Ich freue mich einfach so auf die Messe und auf die Leute, die ich treffen werde und auf die Dinge, die ich tun werde. Ich freue mich so. Und ich habe heute im Zug ein Buch angefangen und zwar To My Sunflower von Marie Weiss. Und ich bin auf Seite 102. Dieses Buch ist so dermaßen süß. Es geht um Ophelia und Leo und Ophelia ist Illustratorin und soll das Cover für Leos neues Kinderbuch gestalten, weil er ist Kinderbuchautor. Und die zwei zusammen, schon ihre allererste Begegnung, war einfach so süß. Ich bin geschmolzen. Jedes Mal, wenn sie miteinander zu tun haben, ich schmelze einfach immer mehr und mehr. Ich wusste nicht, ob schon mal jemand meinen Namen so schön ausgesprochen hatte wie er. Alles an dir ist so bunt und strahlt, wie ein Gemälde, das man einfach gerne ansieht. Oder die Szene, in der sie in der Buchhandlung sind und dann sucht Ophelia eines von Leos Büchern und dann findet sie eins und wie er es dann für sie signiert und sie möchte die Signatur halt angucken und er sagt dann so, sieh erst nach, wenn du zu Hause bist, okay? Und dann eine andere Szene, ihre beste Freundin hat ein Foto von ihr gemacht und sie hat es dann als neues Profilbild genommen und er schreibt ihr, ich hoffe, das ist nicht unangemessen oder unangenehm für dich, aber ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich dein neues Profilbild sehr schön finde. Du leuchtest heller als der Sonnenuntergang, das war viel zu kitschig. Bitte entschuldige, schieb mir es auf den Auto in mir, okay? Ich war eine Pfütze auf dem Zugboden. Ja. Und auch einfach die ganzen Themen, die in diesem Buch angesprochen werden. Selbstliebe, mentale Gesundheit, das eigene Körperbild. Es ist so schön geschrieben. Und es gab auch Stellen, dass in mir die Tränen kommen, weil ich mich irgendwie so verstanden gefühlt habe. Dieses Buch ist so schön. Und dann habe ich heute noch eine E-Mail bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Ich glaube nicht allzu viel. Jedenfalls habe ich eine Mail bekommen mit ihrem nächsten Buch, weil ich darf es testlesen. Eben, ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Also es ist nicht Lily 6. Es ist ein neues Romance-Buch. Und ich weiß jetzt schon, dass dieses Romance-Buch das Potenzial hat, um mein liebstes Melanie Lane Romance-Buch zu werden. Und das sagt einiges aus, weil Wild Heart und Wild Dreams existieren. Und dieses Buch, das ich gerade in meinem Mailpostfach habe, hat das Potenzial, diese zwei Bücher von Platz 1 zu stoßen. Also ich werde jetzt mal was essen, duschen, ein bisschen schneiden und dann gehe ich irgendwann schlafen. Es ist 9 Uhr morgens und ich muss jetzt gucken, ob ich damit den Lippenstift runterkriege, weil wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Okay, das geht gut. Also als allererstes habe ich aufgeschrieben, dass von 12 bis halb 1 ein Talk mit Nicole Böhm ist. Dann ab 14 Uhr ist die Signierstunde mit Marie Weiss. Ich werde auch noch To My Sunflower mitnehmen, aber das ist gerade mein Stativ. Und ich freue mich schon mega, die Bücher signieren zu lassen. Dann von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr ist ein Doppeltalk mit Caroline Wahl und Kira Groh. Von 16 Uhr bis 17 Uhr habe ich eine Programmvorschau beim Forever Verlag. Und dann treffe ich mich heute auch mit Marie und ich freue mich mega darauf, sie wieder zu sehen. Und das ist so der geplante Freitag. Und ich werde mich jetzt mal bereit machen, weil mittlerweile ist 10 nach 9. Ich freue mich mega auf diesen Tag.
sollte eigentlich schon lange schlafen, weil ich bin wirklich, wirklich, wirklich müde. Aber ich habe noch den Reading Vlog zu Infernos 2 fertig geschnitten und hochgeladen. Er ist jetzt online. Und ich bin bereit fürs Bett. Aber noch zum heutigen Tag. Heute war mein erster Messetag und es war einfach so schön. Also zwischenzeitlich wurde es mir mit den Menschen ein bisschen zu viel. Ich will gar nicht wissen, wie es morgen ist. Heute. Wir haben 1 Uhr morgens, aber heute. Der Messe-Samstag ist immer der vollste Tag, deswegen... Jedenfalls, am Morgen habe ich mich mit Marie, Lena und Jolene getroffen und ich habe mit ihnen dann auch den Tag verbracht und ich bin so froh, dass ich die Messe mit ihnen verbringen kann, weil die Messe ist mit ihnen einfach nur noch schöner. Und wir waren heute unter anderem bei Marie Weiss. Da gab es die Charakterillustration und ich habe das Buch signiert. Und dann auch das hier. Es war so schön, sie zu treffen. Und dann sind wir einfach über die Messe gelaufen, haben die Stände angeguckt, haben Fotos gemacht. Und dann waren wir noch bei der Programmvorschau vom Forever Verlag und dort gab es diese Tasche in My Romantasy Era. Und es kommen so viele geniale Bücher im Forever Verlag raus. Es wird genial, okay? Das wird genial. Es war einfach ein mega schöner Tag mit mega tollen Menschen. Und jetzt gehe ich mal schlafen. Guten Morgen, es ist 9:30 Uhr morgens und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Messe. Und heute kann ich nicht wirklich einen Plan sagen, weil heute hängt sehr viel von meinem Zeitmanagement ab. Deswegen, ich gehe jetzt mal los und ich werde sehen, wie und was heute funktioniert. Und ich freue mich sehr. Und irgendwie, ich kann nicht genau sagen, warum, aber heute bin ich irgendwie noch nervöser, als ich sowieso schon bin vor Buchmessen. Ich kann nicht genau sagen, warum. Hier ist so normalerweise mein Nervositätslevel. Heute ist es hier oben. Aber ja, das geht. Das geht. Ich freue mich. Wieder 1 Uhr morgens. Und ich gehe jetzt auch gleich schlafen, aber zuerst noch zum heutigen Tag, weil heute war so ein krasser Tag. Als allererstes heute Morgen wurde ich sehr, sehr, sehr spontan dank Melanie Lane zum Blogger-Treff von Tinemann und Carson eingeladen. Ich hatte so Angst vor diesem Event, weil ich habe niemanden gekannt. Und ich konnte mich nicht darauf vorbereiten. Und ich war kurz davor, abzusagen, weil ich halt so Angst davor hatte und weil ich so nervös war. Und dann habe ich mir aber gesagt, Sarah, das ist eine einmalige Chance, okay? Die wirst du so schnell nicht wiederkriegen. Und dann bin ich dorthin gegangen.
ich war extrem nervös. Und ich bin so froh, dass ich dorthin gegangen bin, weil es war so ein geniales Event. Sie hatten Cupcakes mit den Buchcovern drauf und Autorinnen waren da und die Bücher wurden vorgestellt und das Herbstprogramm wurde vorgestellt und ich habe ein paar Bücher, eigentlich alle, die vorgestellt worden sind, ja, habe ich jetzt auf meiner Wunschliste, weil die klingen alle so dermaßen genial. Ich brauche diese Bücher. Und da war eben auch Melanie Lane. Und dann habe ich mir das Buch signieren lassen. Ich freue mich einfach jedes Mal so sehr, wenn ich sie treffen kann, weil sie ist einfach so ein wunderbarer Mensch. Und es ist jedes Mal so surreal. Am Nachmittag habe ich mich dann auch nochmal mit ihr getroffen. Und ich habe eine Sequenz für ein Video mit ihr zusammengedreht. Einfach dieser Satz. Ich habe mit Melanie Lane zusammen eine Sequenz für eines meiner Videos gedreht. Dieser Tag war einfach krass, okay? Und dann gab es auch einen Beutel. Und ich habe gar noch nicht reingeguckt, was da alles drin ist. Infernas-Illustrationen. Dann Illustrationen zu einer Reihe, die ich jetzt auch unbedingt lesen möchte. Und zwar Where Angels Fall. Und dann dieses Buch hier, Unwritten Love. Das klingt auch so. Dann, hier ist noch ein Sticker zu Where Angels Fall. Ein Lesezeichen zu Song of Silver. Ein Notizbuch und Stifte. Und ein Notizblock und Post-its. Es war so ein geniales Event und ich bin so froh, dass ich dort hingehen konnte. Und zum Glück war Lena auch beim Event. Das heißt, ich konnte mich mit ihr unterhalten und ich war so froh. Dann, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich ein bisschen auf der Messe rumgelaufen und dann habe ich mich mit Julia getroffen. Und mit ihr habe ich auch eine Sequenz für ein Video gedreht. Ich habe mit Julia Dippel eine Sequenz für eines meiner Videos gedreht. Ich glaube, ich muss nicht mal sagen, dass ich ihre Bücher liebe und dass ich mich jedes Mal so dermaßen freue, sie zu treffen, weil sie einfach so ein wunderbarer Mensch ist. Und es ist einfach so surreal. Dieser ganze Tag war surreal. Ja. Dann war, glaube ich, das Bookstagram-Treffen. Und ich habe einfach so viele wunderbare Menschen getroffen. Es ist einfach so schön, an den Buchmessen die ganzen Menschen zu treffen, die man halt nur auf den Buchmessen sieht. Aber es fühlt sich jedes Mal nicht so an, als wäre schon ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr vergangen, sondern es fühlt sich so an, als hätte man sich jetzt gerade letzte Woche getroffen. Ich habe heute so viele tolle Menschen getroffen und es ist jedes Mal einfach so surreal, wenn mich Leute ansprechen. Es ist einfach so krass. Und ich habe den Tag auch wieder mit Marie, Jolene und Lena verbracht und ich bin ihnen so dankbar, dass ich die Messe mit ihnen verbringen kann. Und dann habe ich mich eben nochmal mit Melanie getroffen und die Videosequenz gedreht und dann am Abend bin ich mit Marie zusammen zur allerersten Release-Party, auf die ich gehen konnte. Und zwar zu Vengeance. Diese Release-Party war in einem Schloss. Okay, sie war in einem Schloss. Es war so, so schön. Und dann sind wir in diesen Raum reingekommen. Und einfach die Vibes. Einfach die Vibes von diesem Abend. Es ist einfach so krass, dass ich zu so etwas eingeladen wurde. Und dass ich so etwas erleben konnte. Und es war so ein schöner Abend. Es gab dann was zu essen. Und dann gab es auch eine Lesung und es war auch der Hörbuchsprecher dabei, der Mercy im Hörbuch spricht. Ich glaube, ich muss mir das Hörbuch holen. Und auch Ruby Brown war einfach so sympathisch und der ganze Abend, er war einfach so schön. Wir konnten das Buch dann auch noch signieren lassen und es hat Illustrationen drin. Und ich bin so dermaßen gehypt auf dieses Buch. Wer träumt, sündigt. Wer nicht träumt, stirbt. Und dann gab es auch noch so eine Leinwand, die man dann gestalten konnte. Und es war einfach so schön. Und ich habe auch so wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich am Tisch saß. Es war so ein schöner Abend. 2019 war ich zum allerersten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Und ich glaube, wenn ich der Sarah von 2019 sagen würde, hey, das erlebst du auf der Leipziger Buchmesse 2024? Ich glaube, die 2019 Sarah würde mir das gar nicht glauben. Die 2024 Sarah kann es kaum glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich gehe jetzt schlafen, bevor ich hier noch weiter heule.
Ja, es ist mittlerweile 2:30. Ich sollte wirklich schlafen gehen. Guten Morgen. Es ist, glaube ich, irgendwie 8:45 oder so. Und eigentlich hatte ich geplant, heute noch ganz kurz auf die Messe zu gehen, weil mein Zug fährt 1:15. Das heißt, ich könnte rein theoretisch eigentlich 1 Stunde auf die Messe gehen. Aber ich bin zu müde, um nochmal auf die Messe zu gehen. Deswegen werde ich jetzt in Ruhe packen. Und dann gehe ich in Ruhe auf den Bahnhof und fahre 7 Stunden zurück.